Thomas trägt mit ernster Miene eine Kerze in der Hand. Zum Fenster. Hinter die Gardine. Von dort zur Tür, entlang der Wand. Er sucht Luft. Er sucht Wind, die kalt und deshalb störend. Wer ihn so durch die Tür erblickt, der hält ihn für total verrückt. Thomas aber konstatiert, seinerseits ganz ungeniert, überall brennt still das Licht. Zugluft kennt das Zimmer nicht. Wärme nicht nach draußen flüchtet, weil hier alles abgedichtet. Und voll Spannung tritt er dann an den Ofenplatz heran. Schon fährt die kluge Flammenspitze entlang der Tür und Kachelritze. Hier und hier, man glaubt es nicht, verschwindet fast das Kerzenlicht. Hurtig jetzt, ich weiß genug, Frau Schmoller, sehen Sie hier den Zug. Am Fenster nicht, nicht an der Tür, jedoch allein am Ofen hier herrscht unerlaubter Luftverkehr. Strömt Luft hinein. Hier, bitte sehr. Am Ofen heißt das falsche Luft, durch die die Wärme schnell verpufft. Sie wollen fragen, was jetzt wird? Die Ritze, die wird zugeschmiert. Eine Schürze bitte und auch Lehm auf Ofenkitt ist angenehm. Die Schmoller rennt und holt's herbei. Im Film ist keine Hexerei. Ihr holt den Lehm beim Töpferswang und macht es so, wie es jeder kann. Die Schürze schützt das Hosenbein und wie man sieht, bleibt alles rein. Wie es hier war, ist in manchem Haus zur großen Freude Bohlenklaus. Halt dir den Spiegel vors Gesicht. Bist du's oder bist du's nicht?